Hey Leute, ich bin André und willkommen zu Clan Wars 2. Ja, das Update kam jetzt raus und ich hab's mir runtergeladen. Und ich schau mal rein, das sieht aber echt geil aus. Holy shit. Clankrieg 2, ja, gucken wir uns erstmal hier an. Legendäre, oh. Sehr viel gratis Zeug. Das gefällt mir. Mega Ritter. Sparky. Macht nichts. Ich rush jetzt nur durch diese Kisten eben durch. Und man bekommt sehr viel Gold. Das gefällt mir. Und jetzt noch die Blitztruhe. Okay. Boah, so viel Geld. Und jetzt die legendäre Königstruhe. 4,5k. Gold. Ich nehme diese hier bitte, die Flugmaschine. Den Bomber. Den Hoggy Boy. Die Luckys. Den Mini Packer. Oh, ja, komm. Bitte lass es ein Mega Ritter sein. Ich brauche den Mega Ritter. Es ist die Banditin, oder? Ja, komm. Ich nehme die Banditin. Okay. Und hier sehen wir auch. Erstmal. Mein Pass in 6 Tagen, es läuft nicht gut. Ja, aber hier. Ah, man kann jetzt Karten auch entfernen. Das ist geil. Es muss noch. Oh, Bestenliste sieht man jetzt hier. Boy, zieh in den Krieg. Woche 1, Flussrennen. Willkommen zu Clankrieg 2. Klangkriege 2. Nimm mit deinem Clan Kurs auf das Flussrennen, um Ruhm und massive Belohnung zu erringen. Bewege dein Clanschiff vorwärts, indem du Ruhm in Flussaufgaben verdienst. Dies ist eine Flussaufgabe. Hier kämpfst du im klassischen 1 gegen 1 Modus. Hier kannst du dich duellieren. Wer sich zuerst 2 Siege sichert, gewinnt das Duell. Spiele mit Karten auf höheren Level, um Ruhmpunkte zu verdienen. Seid der erste Clan, der die Ziellinie erreicht, um eine Truhe voller Belohnungen zu gewinnen und euch Clan-Trophäen zu verdienen. Indem ihr Clan-Trophäen gewinnt, klettert euer Clan höher in den Clan-Kriegslisten. Vergisst nicht, beim Händler vorbeizuschauen, er bietet jeden Tag neue Karten zum Tauschen. Für das Abschließen von Flussaufgaben musst du Kriegsdecks erstellen. Ja. Deck 1, mache ich mal mein normales Basic Deck. Da das auch mein Lieblingsdeck ist. Macht Sinn, das eigene Deck nimmt man immer gern. Aber das sieht schon echt cool aus. Ich bin gespannt, wie das wird. Da ist mein erstes Deck. Deck 2. Ja. Nehme ich erstmal irgendwas, was ich denke, ist gut. Ja. Verteidigung hinzufügen. Platziere jeweils 4 Karten in den Verteidigungsturm. Wenn du deine Schiffsverteidigung gespeichert hast, kannst du sie in deinem Übungskampf testen. Verteidigung hinzufügen. Turm 1, Turm 2, Turm 3. Turm 1 packe ich mal Skelette. Barbaren. Königsriesen und Feuerwerkerin, Tesla-Turm, Magier, ich glaube, das sollte eine gute Verteidigung sein. Ich nehme mal Deck 1. Ich glaube, das wird ein bisschen schwer, denn mal schauen. Denn mal schauen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert.
Aha, okay. Man hat nur 663 Leben, okay. Also eigentlich ein Level-1er-Turm. Oder wie? Ich finde es interessant. Es sieht auch schön aus. Also, ich habe es mir schlechter vorgestellt. Komm, der Mega-Ritter muss doch da noch was reißen. Komm, hau ihn weg, den Boy. Nichts. Ja, und seht ihr, da kommt schon wieder das Problem mit Wut. Den einen Turm möchte ich platt kriegen. Komm schon, den einen Turm. Okay, gewonnen. 60 Sekunden Zeit. Attackierer. Oh. Naja, jetzt bin ich eh down. Schön. Schöne Animation. Okay, die Schichtarbeiter sind hier. Und machen wir mal ein 1 gegen 1. Ich glaube, ich sollte mit meinem Deck sehr gut und sehr viel reißen können, denn es ist einfach mein Hauptdeck. Und ihr seht, ich habe schon relativ viele Emotes. Das exklusive Livestream-Emote oder YouTube-Emote, das es im April gab. Schreibt mal rein, habt ihr das Emote? Denn ich sehe kaum Leute, die das haben. Was ich mich frage, ist, wieso. Ja, wieso? Aber das war auch schwer zu kriegen. So, man musste Glück haben, in der Arena zu kommen und dann hat man das eine Woche später bekommen und. Ja. Ich hasse die Kanonenkarre, ey. Ich mag die auch in Clash of Clans nicht sehr. In den Nachtdorf. Okay, ich bin der Erste, der Schaden macht. Ist doch gut. Da ist nochmal ein Riese. Das war blöd, dass ich den so früh gesetzt habe. Da ist ein Magier. Oh Gott. Okay. Die Nachthexe noch hinterher. Okay. Das war ja viel. Und schon wieder den Riesen. Ich sollte meinen Mega-Ritter mal benutzen. Der Mega-Ritter hat halt eigentlich keine Chance gegen die Heilerin, da die Heilerin sich schneller heilt, als der Mega-Ritter Schaden macht. Was natürlich ein Problem ist, weil man möchte die so schnell wie möglich töten, aber. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, ich habe verloren. Du. Obwohl das auch schon ordentlich Damage ist. Also in 2 Minuten werden wir es ja sehen. Ich habe gewonnen, wenn ich jetzt keinen Schaden mehr nehme. Wenn ich jetzt keinen Schaden mehr nehme, habe ich gewonnen. Internet, bitte sei keine Sau. Internet, bitte sei keine Sau. Dankeschön. Denn wenn das Internet in Clash Royale nicht mitspielt, hat man eigentlich verloren. Shit.
Und das Theme, was man jetzt hört, ist, glaube ich, das Kampftheme aus Clash of Clans. Oder ein Remix davon. So, komm schon, da muss doch irgendwas treffen. Mega Ritter. Yeah. Gut gemacht. 206 Ruhm und 500 Gold. 500 Gold. Dang. Und wie viel Ruhm habt ihr? Du, ja. Wo sehe ich, wie viele? Oh, hier ist unser Clan. Interessant. Ich weiß nicht wieso, aber das sieht smooth aus. Smoother aus. Okay. Ah, man sieht jetzt auch, wer online, obwohl konnte man vorher nicht. Ja. Kommt rein, wenn ihr wollt. Regeln, mindestens in der Woche 20 Karten gespendet haben. Aber jetzt sieht man auch nicht mehr. Doch. Zuletzt online vor einer Stunde. Ach, das ist natürlich jetzt Shit. Ja. Kommt rein, ist ein cooler Clan. Was haben wir hier? Neues Video und E-Sports. Okay. Interessant. Wie wär's mal mit Karten upgraden? Nicht nach Seltenheit, sondern nach Level. Dann könnte ich vielleicht auch mal die Königsriesen upgraden zu 12 und hab sie auch fast schon. Diese Karten, die habe ich. Diese drei habe ich eigentlich auf 13. Muss sie nur noch kaufen? Ja, ich sag mal kaufen. Und hier sind erstmal alle meine Türme und Emotes. Ich finde nicht, dass das viel ist, aber es ist schon eine beachtliche Sammlung. Also Leute, das ist der Klankrieg 2. Und wie komme ich jetzt zurück? Ah, hier oben. Also. Ah, okay. Die Gegner haben so und so viele. Wir haben so und so viele und so weiter. Ich werde auf jeden Fall mal weitermachen. Später. Und mir gefällt das. Was ist hier? Ah, okay. Was tauscht der denn? Okay. Ah, so viele Tauschmarken habe ich sogar. Gewünschte Karte, Karte zum Abgeben. Nein. Was bekommen wir hier? Garantiert legendäre Karte für den ersten Platz. Auch wenn ein Clan das Flussrennen nicht abschließt, wartet ein Stiefel voller Belohnung auf euch. Okay, das gefällt mir. Also, das ist der Clankrieg 2 und ich freue mich schon, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und schreibt mal rein. Was findet ihr besser, Klankrieg 2 oder den vorherigen? Ich finde Klankrieg 2 wesentlich besser, da man auch endlich tauschen kann, ohne warten zu müssen, aber halt dafür random. Ich sag ja nur. Also dann, wir sehen uns, bleibt gesund, bis dann und ciao, Leute.